So, willkommen Leute zu einer neuen Page-Folge vom Zoo 2 Animal Park. Und es gibt ein paar Neuigkeiten. Club Rank wurde auf Stufe 20 erhöht von den Mitgliedern. Das wird jetzt der Tiger sein. Ich bin ja zurzeit noch der Commodore-Waran hier. Mal schauen, wenn ich was spende, ob sich da was ändert. Machen wir mal 100.000 Spende. Spende bekommen, 1000 Rangpunkte habe ich jetzt bekommen. Hat sich da was geändert? Nö, also es dauert auf jeden Fall. Du brauchst noch so 75.000, um auf Rang 16 zu kommen. Das habe ich ja schon gezeigt, was das für Ränge sind. Die 16, 17 und das zeige ich euch jetzt die Ränge 18, 19 und 20. So, und so sehen die Clubränge aus. Dass der Tiger ist gelb, dann ist er wahrscheinlich hier Silber oder so und das ist wahrscheinlich Platin oder so. Keine Ahnung, wie man die Farben da jetzt bezeichnet. Und es gibt im Clubhaus Shop drei neue Tiere zu kaufen. Das ist die Bandraube, der Lama, glaube ich, und dieses Kapuzineräffchen oder so. Oder Totenkopfäffchen. Alle drei sind Eventtiere. So, das schauen wir uns gleich im Spiel nochmal an. So, da sind wir wieder im Spiel. Da gehen wir in den Shop. Und dann gehen wir auf den Club. Und dann drücken wir hier drauf. Und jetzt scrollen wir hier nach unten. Und da sind die Tiere. 79 Diamanten die Bandrobe. Dann haben wir für 78 den Lama. Und Totenkopfäffchen für 82 Diamanten. Alles Diamanttiere, na gut. Also wer sich das leisten kann, bitteschön. So, dann haben wir noch ein bisschen Dekoration bekommen. Oh. Das zeige ich euch dann jetzt. So, die neuen Dekorationen sind solche Dinos aus dem Dino Prime Zoo. Da sind solche Pappmachés. Ich weiß zwar nicht, was die für eine Bedeutung haben werden, ob die nur so aufgestellt werden können oder ob wir vielleicht solche Dinos kriegen werden, die aus Plastik sind. Man weiß es nicht. Wir lassen uns mal überraschen. Und es gibt eine neue Statue vom Okapi, was eingefügt worden ist. Und darauf freue ich mich schon auf den Clubwettbewerb für den Okapi. So, und dann zeige ich euch noch die neuen Tiere, die noch eingefügt worden sind. So, um die Farbvarianten anzuschauen, dann gehen wir hier auf den Zahnrad, auf das Profilbildanzeige und dann können wir hier schon das erste Tier sehen. Ist ein Grasgehegetier. Dann haben wir eine Farbvariante von dem Jaguar Rudi. Das ist so, als nächstes haben wir hier nichts. Hier haben wir wieder auch nichts. Hier ist auch nichts vorhanden. Sehe ich auch noch nichts. So, hier auch nicht. Hier haben wir das Baumkänguru in Schwarz. Hier haben wir nichts Neues. Auch nichts Neues. Solange ich hier nichts übersehe, aber ich sehe noch nichts so schlimm. Ich zeige euch dann die Zusammenfassung dann im Bild von den neuen Tieren, die dazugekommen sind. Es sind auch noch welche nicht sichtbar im Profilbildanzeige.
Das sind die zwei Terrariumtiere, die ich euch dann zeigen werde. Dann haben wir hier noch ein Tier. So. Und am Ende zeige ich euch noch, wie die heißen, die Tiere. So, hier ist auch noch nichts. Hier fehlt auch noch eine Farbvariante. Die habe ich mal in letzten Videos mal gezeigt. Hier ist noch ein neuer Affe dazu gekommen. So, von dem Tukan haben wir jetzt diese weiße Farbvariante. Entweder kommt ihr im Club als Wettbewerb vor oder in Sammelalbum. So, dann haben wir als nächstes dann hier ein Wassertier. Und zwar diese hier. Die soll angeblich dann in der Truhe zu finden sein. Das werde ich euch dann gleich auch noch zeigen. So, hier ist auch nichts mehr Neues drin. So, dann zeige ich euch das mit dem Tier. Also, es wird auf jeden Fall behauptet, dass die hier in der epischen Truhe vorkommen soll, dann, wenn die mal freigeschaltet wird. Und zwar, wenn man hier in den Informationsstand geht, dann auf die Infos geht. Hier ganz nach hinten und da ist das Tier, es ist noch gesperrt. Wenn man hier drauf drückt, du kannst dieses Objekt finden, wenn du folgende Truhe öffnest, epische Truhe. Truhe öffnen. Das geht nicht. Also ist noch nicht freigeschaltet, das Tier. So, dann zeige ich euch jetzt noch die ganzen Farbvarianten und die ganzen Namen von den Tieren und die zwei Terrariumtiere, die noch dazu kommen. So, und da sind die ganzen Tiere, die dazugekommen sind. Es ist ein Chamäleon. Dann haben wir ein Jaguar Rudi Rot. Dann haben wir Bart Sakis. Diesen Bart Sakis Affe, dann haben wir Kurzschnabeliger. Ja, Kurzschnabeliger heißt das Tier. Lumpholz Känguru, Känguru, ein Baumkänguru. Lumpholz Baumkänguru. Tukan in Weiß, dann haben wir diesen Moschus Tier in Gelb. Und dann haben wir einen Rotaugen-Laubfrosch. Wer sich den Frosch gewünscht hat, oder irgendeiner hat sich in Discord Frösche gewünscht. Da haben wir schon mal eine Farbvariante. Und dann haben wir einen Gerenuk, Giraffengazelle. Und da habe ich die vergessen drauf zu schreiben, die Farbvarianten, das ist ja nicht so schlimm. Und der Seeleopard Hammer, der dann in die Truhe kommen soll. So, ich habe mal kurz nachgeschaut. Es ist die arabische Oryx-Antilope. Und es gibt noch eine zweite Farbvariante von der afrikanischen Oryx-Antilope. Die ist aber noch nicht im Spiel enthalten, aber zu sehen ist sie auf jeden Fall schon. So, das war's dann eigentlich für die Page-Info, was ich habe. Ich wünsche euch noch viel Spaß bei dem Spiel und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Euer Sanftmut. Ciao, ciao, ciao.